Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Natalia und heute habe ich den zweiten Teil mit den deutschen Redewendungen für euch. In dem ersten Video haben wir schon 10 Redewendungen besprochen und ja, heute bin ich zurück mit 10 anderen idiomatischen Ausdrücken, die dir helfen, authentischer und noch deutscher zu klingen. Und auch wie das letzte Mal, schreibe gerne in die Kommentare, welche von diesen Redewendungen es in deiner Sprache gibt und haben sie die gleiche Bedeutung oder vielleicht eine andere. Ich bin sehr gespannt. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Redewendungen sind wichtig. Wir legen jetzt los. Die Redewendung Nummer 1 ist die, mit der wir das letzte Video beendet haben. Etwas im Petto haben. In petto oder im petto. Im Alltag sagen wir mehr im petto. Das Internet sagt in petto. Ich glaube, man könnte beides sagen. Etwas im petto haben bedeutet entweder, dass eine Person zu etwas in der Lage ist oder dass eine Person etwas im Lager, etwas auf Vorrat hat. Zum Beispiel, für den Fall, wenn meine Kollegin bei der Besprechung nichts einfällt, habe ich noch ein paar Beispiele im Petto. Oder habe ich noch ein paar Vorschläge im Petto. Für den Fall, wenn meine Kollegin nichts einfällt, habe ich noch ein paar Vorschläge im Petto. Diesen Ausdruck benutzen wir tatsächlich ganz oft im Arbeitsleben, mit Kollegen, mit Freunden und guten Bekannten. Hast du noch was im Petto? Nein, ich glaube nicht. Oder ja, ich habe noch ganz viele Ideen im Petto. Ausdruck Nummer 2. Es ist mir Wurst. Es ist mir Wurst bedeutet, es ist mir egal. Es ist mir gleich, es ist mir egal. Es ist mir Wurst. Zum Beispiel, es ist mir Wurst, was wir heute Abend machen. Hauptsache, wir verbringen Zeit zusammen. Es ist mir Wurst. Es ist mir egal. Achtung, dieser Ausdruck ist sehr umgangssprachlich. Du kannst das nicht zu deinem Chef sagen oder du kannst diesen Ausdruck nicht in einem offiziellen Gespräch benutzen. Also, pass auf. Nummer 3. Das ist nicht mein Bier. Das ist nicht mein Bier. Das ist nicht mein Bier bedeutet, das geht mich nicht an. Das ist nicht mein Problem, das ist nicht meine Sache. Das ist nicht mein Bier. Zum Beispiel, ich habe keine Zeit, mich um dein Kind zu kümmern. Das ist nicht mein Bier. Das klingt sehr hart. Allerdings hängt es immer von dem Kontext ab, wie eine Redewendung klingt. Im ersten Beispiel ja, das war sehr unhöflich, aber zum Beispiel hier im zweiten Beispiel klingt es auf einmal ganz normal. Weißt du, ob Sophia den Test bestanden hat? Nein, das ist nicht mein Bier. Also, das interessiert mich einfach nicht, ob Sophia den Test bestanden hat oder nicht. Also in diesem Fall ist es sehr neutral. In diesem Fall ist die Bedeutung nicht negativ und nicht positiv. Einfach neutral. Nummer 4. Den Kopf in den Sand stecken. Den Kopf in den Sand stecken. Das bedeutet ein Problem ignorieren. Wenn man mit einem Problem oder mit einer schwierigen Situation nichts zu tun haben möchte, wenn man sich damit nicht auseinandersetzen möchte. Zum Beispiel, er hat schon immer den Kopf in den Sand gesteckt, wenn auf ihn Probleme zukamen. Also, er wollte sich nie mit Problemen beschäftigen. Das muss man aber. Nummer 5. Große rote Brille aufhaben. Die Brille habe ich leider nicht. Aber große rote Brille aufhaben
bedeutet alles nur positiv sehen. Zum Beispiel, Thomas merkt gar nicht, wie unhöflich seine Freundin ist. Er hat noch rosarote Brille auf. Hattest du schon mal rosarote Brille auf? Schreib's in die Kommentare. Bestimmt. Ja, rosarote Brille hat man meistens auf, wenn man verliebt ist. Natürlich auch in anderen Situationen, aber meistens, wenn man verliebt ist. Nummer 6. Das passt wie Faust aufs Auge. Wie Faust aufs Auge. Ja, Faust aufs Auge ist vielleicht nicht so positiv. Dieser Ausdruck ist aber sehr positiv. Er bedeutet, dass etwas sehr gut zusammenpasst, dass etwas eine gute Kombination ist. Zum Beispiel, Ihre positive Einstellung und unser Jobangebot passen zusammen wie Faust aufs Auge. Passen zusammen wie Faust aufs Auge. Nummer 7. Hier spielt Musik. Hier spielt Musik bedeutet, hier geht irgendwas Interessantes ab. Hier läuft etwas. Zum Beispiel, in unserer Straße spielt heute Musik. In unserer Straße ist viel los. Etwas Interessantes findet in unserer Straße statt. Es muss nicht unbedingt Musik sein. Es ist einfach eine Veranstaltung, ein Event, ein Fest. Also alle Leute sind da. Hier spielt Musik. Nummer 8. Jemandem auf den Keks gehen. Jemandem auf den Keks gehen. Das bedeutet, dass man jemandem auf die Nerven geht. Dass man jemanden wirklich nervt. Zum Beispiel, meine Nachbarn sind so laut, sie gehen mir jeden Morgen auf den Keks. Oder sie gehen mir jeden Morgen auf die Nerven. Hast du eigentlich nette Nachbarn? Oder gehen sie dir auch manchmal auf den Keks? Noch 2 Redewendungen und dann sind wir durch. Nummer 9. Jemandem Honig ums Maul schmieren. Jemandem Honig ums Maul schmieren. Bedeutet schmeicheln. Ja, wenn man etwas erreichen möchte, dann sagt man so viele positive Sachen, so viel Gutes, damit die andere Person genau das macht, was du willst. Diese Redewendung ist auf jeden Fall sehr umgangssprachlich, also pass auf, in welcher Situation du sie benutzt. Nicht unbedingt in einem offiziellen Kontext, in einem offiziellen Gespräch. Zum Beispiel, der Verkäufer hat ihm so lange Honig ums Maul geschmiert, bis er das Auto gekauft hat. Also er hat ihm so viel erzählt, so viele Komplimente gegeben, so viele gute Sachen über das Auto erzählt, bis er ihn überzeugt hat, das Auto zu kaufen. Nummer 10. Nummer 10 ist alles in Butter. Yay! Alles in Butter bedeutet alles in Ordnung. Alles ist super, alles in Butter. Also bei mir ist definitiv alles in Butter. Danke, dass du das Video bis zum Ende geguckt hast. Ich hoffe, du hattest Spaß, genauso wie ich. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, dieses Video vorzubereiten und zu drehen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Deutschlernen. Benutze die Redewendungen, klingt natürlicher und authentischer. Und wir sehen uns ganz bald in meinem neuen Video. Bleib dran und bleib fleißig.